Sadie, die ganze Zeit hatte man irgendwie das Gefühl, dass 2:1 ist relativ in der Nähe, relativ nah dran, hat aber irgendwie nicht geklappt. Wie ist so das Gefühl nach dem Spiel? Ja, wir sind natürlich unzufrieden. Also wir haben zweite Halbzeit eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber kommen einfach nicht genug ins letzte Drittel, dass wir da noch gefährlicher sind. Wir hatten natürlich wieder die Chancen, die wir nicht reinmachen, gerade auch in der ersten Halbzeit, die wir auch hatten, die wir nicht reinmachen. Ja, und im Endeffekt haben wir uns in der ersten Halbzeit durch die zwei Fehler, die wir machen, halt ein bisschen selbst geschlagen. Du sprichst die zwei Fehler an, die wir gemacht haben. Welche Rolle spielt das, wenn zwei Tore so kurz nacheinander fallen? Was macht das mit den Köpfen? Ja klar, ist schwierig, aber eigentlich sind wir im Moment so gut drauf, dass wir uns dann, weiß nicht, motivieren, dass wir, also man hat gemerkt, wir wollten einfach weiterspielen, das haben wir auch gemacht. Wir haben einfach unsere Chancen dann nicht genutzt. Wir waren wieder gut im Spiel, auch nach diesen Gegentreffern. Also es hat jetzt nicht groß gewirkt, fand ich. Und da sieht man eigentlich auch, dass wir schon eine Mannschaft sind, die auch so mit Rückständen umgehen kann. Ich glaube auch eine ganz besondere Situation hier mit den Fans. 300, 400, ich weiß nicht die genaue Zahl, hat im Zug festgesteckt. Erste Halbzeit nicht dabei gewesen. Was macht das vielleicht mit so einem Spiel, auch wenn man den Support nicht im Rücken hat? Ja klar, also wir haben das natürlich vor dem Spiel mitbekommen. War natürlich schade für uns, weil wir den Support einfach brauchen. Wir brauchen die Stimmung von den Fans. Aber ja, passiert, also da können wir dann auch nichts machen. Am Ende kamen sie ja noch rein, haben wir auch gemerkt, dass dann die Stimmung nochmal lauter wurde und wir einfach nochmal motiviert wurden. Aber letztendlich haben wir das Tor nicht gemacht. Sadi, jetzt wird die Busfahrt richtig scheiße, das kann man glaube ich sagen, das ist nach Niederlagen so. So, aber morgen richten wir den Blick wieder nach vorne, oder? Auf jeden Fall. Wir werden weitermachen. Was heißt das für die nächste?